TC 2:2 heute beim SC Verl. Gleiche Punkteteilung wie auch schon im Hinspiel. Wie ist heute deine Einschätzung zum Spiel? Ja, erste Halbzeit standen wir zu Recht 1-0 hinten. Haben nicht gut agiert, sage ich mal, auch in der Offensive. Sind nicht gut nach hinten gelaufen und da war die erste Halbzeit eigentlich geschenkt. Die haben wir den Verlern halt überlassen und das haben sie auch souverän gemacht, muss man gestehen. 1-0 in Führung gegangen in der zweiten Halbzeit, wollten wir die Zielstrebigkeit an Tag legen, die Tiefenläufe haben von den Außenverteidigern, von den Stürmern, von den Außenspielern allgemein. Das haben wir auch umgesetzt und dann wurde die zweite Halbzeit besser. Dennoch kann man vielleicht nicht so dolle zufrieden sein mit diesem Spiel. Wir haben uns mehr erhofft und deswegen nehmen wir den Punkt gerne mit und schauen jetzt auf Dienstag. Aber trotzdem bei einem sehr starken Gegner, zweimal zurückgekommen, ist ja zumindest schon mal mindestens ein Punkt vor die Moral. Ja klar, also Verl hat das super gemacht. Das ist definitiv eine starke Mannschaft. Die stehen nicht zu Unrecht da oben. Unterschätzen darf die keiner, beziehungsweise in der Liga darfst du gar keinen unterschätzen. Und für die Moral ist es natürlich wichtig, dass wir, sag ich mal, zwei Rückstände wieder zum Ausgleich geschafft haben. Aber dennoch ist es in der Summe, sag ich mal, wie man das ganze Spiel dann halt sieht, ist es halt doof gelaufen für uns, aber dennoch mit einem Punkt zufriedenstellend. Du hast den Dienstag gerade schon angesprochen. Was kann man da mitnehmen von heute in den Dienstag rein? Eigentlich natürlich nichts, aber vom Kopf her, was möchte man gerne mitnehmen? Woran muss man anknüpfen? Ja, anknüpfen muss man auf jeden Fall mit der Defensivarbeit. Wir müssen, damit meine ich nicht die Defensivleute aus der Mannschaft, sondern die Offensiv, im Offensivbereich, dass wir defensiv mehr arbeiten, was uns in der ersten Halbzeit heute gefehlt hat. Dann die Zielstrebigkeit nach vorne, die Bälle hinter die Tiefe, die Außenverteidiger mitnehmen. Und über die Außen kommen mit Flanken und dann, sage ich, sieht das ganz gut aus am Dienstag. Dankeschön. Ciao, ciao.